So, da bin ich wieder. Dann wollen wir jetzt mal den Chaos machen. Hä, wie überlebt denn der das? Ich hab dem direkt einen Sniper-Schuss gegeben. Hallo? Wieso überlebt der? Hä, wieso hat er das eben überlebt? Keine Ahnung, ich werfe mal eine Granate oder einen Molotov-Cocktail. Ist auch in Ordnung. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Ich hoffe, das Feuer erwischt sie alle gut. Boah, das wird mich ganz schön viele Sniper-Schüsse hier kosten. Aber ich habe hier eigentlich eine ganz gute Deckung gefunden. Ja, das Feuer hat einen erwischt, jedenfalls höre ich da schreien. Sehr gut. Sehr schön. Das läuft doch eigentlich alles gerade ziemlich gut. Das Buschfeuer scheint hier die mal gute Arbeit zu leisten. Busch. Busch. George W. Busch. Oh, der ganze Baum brennt. Brennet, ihr Juden. Ach, irgendjemand kann auch schießen. Oh ja, duck dir, Jay, zeig mir deinen Arsch. Da vorne ist doch. Mensch, du klasse. Da hinten ist er. Hat noch ein paar Gefolgsleute. Nicht mehr lange. Oh Gott, ich trau mich nicht zu schießen. Nein! Jetzt aber. Habe ich den einen erwischt. So, jetzt ist eigentlich nur noch der eine Typ übrig. Ich liebe die Sniper. Yeah, Mission abgeschlossen. Da haben wir voll die Fresse aus der Scheiße und so. Da ist noch einer. Da sind noch viele. Da haben wir noch einen. Ich liebe diese Sniper. Gut, dann werde ich mal kurz speichern, nicht dass uns dieser Sieg noch genommen wird. Jetzt haben wir sogar schon 39%. Und jetzt sollen wir Voorhees in Seefahrpane treffen, okay? Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich gerade total falsch ausgesprochen. Aha, einfach da, wo wir herkommen. Ich gucke aber erstmal, ob ich hier noch Menschen... Ne, die habe ich alle schön weggesnipert. Oh ne, da lebt noch einer. Einfach weg. Mal kurz eine Leute. Wer lebt denn hier noch? Kurz mal hier. Wer will denn hier noch leben, hä? Ach du. Das war ja billig. Gut. Wir haben ja gleich Munition für uns. Hast du was auf dem Herzen, Peter? Nein. Aber was im Hals? Ja, auf jeden Fall. Ein Frosch. Früher habe ich geglaubt, dass da sei wirklich ein Frosch drin. Oh Gott, da lebt immer noch einer. Die lernen es auch nicht. Headshot. Gut, dann nehme ich mir gleich nochmal Money. Scheint ja hier so umsonst zu sein. Gleich nochmal nehmen. Haben wir alles wieder voll. Gut. Jetzt hauen wir hier aber ab. Ich muss sagen, die Mission hat mir gefallen. Besonders, weil sie so gut lief. War ja recht einfach. Hat mich nicht wirklich was gekostet, außer ein bisschen viel Munition. Oh, wir haben wieder einen richtigen Jeep hier. Yay. Die letzte Mission fand ich cool. Du meinst, da wo so viele waren in dem Haus? Mega kam. Achso, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die fand ich auch cool. Besonders als der Typ uns verarscht hat. Ich weiß nicht, warum ich in einem LP eigentlich immer von uns spreche. Ah ja. Ich fühle mich einfach verbunden. Ach, schöne Grafik. Nicht. Aber auch nicht besonders schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Ich weiß nicht. Wobei ich gelesen habe, dass das damals für die Grafik gelobt wurde. PC Games hat das sogar mit Crysis verglichen. Das Spiel hier? Ja, wegen dem Feuer. Selbst wenn ich das auf, was weiß ich, mit Ultra High Settings machen würde. Ultra High! Würde das nicht gut aussehen. Jedenfalls nicht so gut wie Crysis. Jo, da ist unser Jeep ein bisschen angeschlagen. Warte, den repariere ich mal kurz.
Apropos, ein Crysis LP kommt ja auch noch. Dann können wir das ja mal direkt vergleichen. So, wer sind wir da? Wahrscheinlich wechseln wir gleich die Map. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, dass wir jetzt eine neue Map kriegen. So, ich glaube 9 Minuten nehme ich noch auf, dann habe ich eine halbe Stunde aufgenommen. 2 Parts dürfte erstmal reichen. Vor allen Dingen, weil ich ja... Entschuldigung. Erstmal weg bin. Was ist denn der Typ hier? Aha, okay, wir haben jetzt niemanden getroffen, aber dafür gibt uns das Spiel einen schönen Ladebildschirm. Also, die Story bebt ja gerade so vor sich her. Ah ja, toll. Hat uns einen Ladebildschirm gegeben und jetzt sind wir trotzdem immer noch hier. Und was soll das jetzt? Aha, Mapwechsel, ich wusste es. Kann ich bitte meinen Wagen wieder haben? Aha, okay. Okay, jetzt ist klar. Wir haben jetzt 2 Maps. Toll, können die den Weg jetzt noch länger machen? Über 2 Maps. geil. Ne, mein Jeep ist immer noch, ist trotzdem nicht mehr hier, der ist jetzt weg. Mega Lex. Gut. So, da bin ich wieder. Weißt du, ich kann jetzt hier irgendwie raufhören. Ne, dann habe ich nicht genug Parts. Aber ein Auto wäre jetzt echt was Feines, wäre das. Aber da vorne ist ein Waffenhändler und beim Waffenhändler kann man eigentlich immer Autos stibitzen. Außer natürlich, der ist ewig weit entfernt. Alter Schwede, wo ist denn der? Oh Mann, ey, hätte ich doch bloß das Auto mitgenommen. Ich stehe halt nicht so auf Fahrzeuge. Ist die Map hier größer? Ich glaube schon. Auf jeden Fall irgendwie. Komisch. Ach, da vorne haben wir ein Auto. Allerdings von den Gegnern. Yay, weggesnipert aus dem Auto. Gut. Das Auto ist noch unbeschadet, das können wir jetzt gut nutzen. Danke Leute, zum ersten Mal war ich glücklich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Gut, dann können wir gleich den direkten Weg. Obwohl, einen kleinen Ausflug zum Waffenhändler können wir machen. Mal sehen, ob wir uns was Neues kaufen können oder sowas. Oder wenigstens die Munition erfrischen. Alter, wie groß ist denn die Map? Mein Strich bewegt sich ja gar nicht von der Map weg. Ich drehe mich hier nur. Und aber auf der Map ändert sich gar nichts. Ah, die Map ist ganz klar größer. Gut, da vorne ist aber der Waffenladen. Und raus. Gucken, holen wir uns erstmal neue Waffen. Ah, nee, das ist falsch. Obwohl, ich kann ja mal nach Upgrades gucken. So, was haben wir denn? Bla bla bla. Spass können wir uns hier holen. Brauche ich nicht. Ist sonst eigentlich nichts Feines hier. Nicht wirklich. Handbücher können wir mal kurz gucken. Schallgedämpfte Scheiße. Brauche ich nicht. Nö. Hat sich wahrscheinlich eh nichts geändert. Schrotflintengurt, Grenadiergurt. Gut, brauche ich jetzt nicht wirklich. Bewegen wir uns lieber mal weg hier. Um dann die Mission zu beenden. Und gleich kommen wir wieder durch ein Waffenlager. Na gut, werde ich mich jetzt mit dem offenen Kampf stellen. Einfach da mal kurz, noch da. Da haben die selbst welche im Auto. Ach, da auch noch. Ja, ist in Ordnung. Hau rein. Kommt doch gleich von allen Seiten. Wahrscheinlich machen die das eh gleich. Jetzt versteckt euch nicht so dreckig. Ach, da kommt noch was. Oh Mann, ich komme
kann hier nichts reißen. Klasse, du. Ach, hab ihn erwischt. Durchs Auto durch. Gut, schnapp ich mir einfach mal das Auto und hau hier ab. Jetzt auch keinen Bock mehr hier, mir hier noch die Zeit zu verschwenden. Toll, hier komme ich durch. Ah, oh, schade, ich dachte, den kann ich noch umfahren, aber da habe ich jetzt keinen Bock mehr gehabt. Ach, jetzt verfolgen die uns. Na, klasse, du. Super. Klar. Schön, dass wir das geklärt haben. Meine Güte, was für eine Zeitverschwendung. Da hat man auch wirklich Besseres zu tun. Sefapane scheint eine neue Stadt zu sein. Anscheinend haben wir jetzt hier zwei neue Knotenpunkte. Gesellschaftsmäßig meine ich jetzt so. Und anscheinend sind das jetzt auch waffenfreie Zonen. Vermute ich mal. Na, waffenfrei. Jo, waffenfreie Zone. Gut. Lager der APR oder UFLL, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber gleich sind wir da. Ein Glück. Denn ich habe auch nicht ewig Zeit. Muss ich dir die Regeln erklären? So, da vorne. Moment. Ja, genau. Ich muss mir hin. Mit dem Zeug. Ja, ist in Ordnung. Kannst mir gerne wieder in die Brüste gehen und dann kannst du mir meine Waffen wieder abnehmen. Mal sehen, ob wir das Gespräch schnell genug beenden können. So. Red mit mir. Sie haben es geschafft und Kouassi ist tot. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Schon gehört, Bastion UK hat gepackt und das Land verlassen. 10 Jahre habe ich die Jungs in Angola angeführt und das ist jetzt der Dank. Wir sind auf uns gestellt. Um eine Chance zu haben, müssen wir vorausplanen. Ich habe darüber nachgedacht. Wahrscheinlich werden sich die Warlords im Boa Seco zusammenschließen. Denn ruht der Konflikt erstmal und Soldaten wie Sie und ich sind gearscht. Die Befehlshaber kommen immer davon. An die Wand gestellt wird nur das Fußvolk, jedes Mal. Wir werden das verhindern. Ihr Freund der Schakal hat ein großes Waffenarsenal auf einer Insel bei Port Selau versteckt. Hä, der Schakal ist doch nicht mein Freund. Geben Sie den Einheimischen unter der Flagge der APR. Dann wird mein Boss wieder ins Spiel eingreifen müssen. Heizen wir das Ganze wieder an. Hey, wir brauchen dieses Geschäft. Ketten für Schiff habe ich. Jetzt brauche ich nur noch eine vertrauenswürdige Eskorte. Sind Sie interessiert? Ich verschaffe Ihnen ein Treffen mit dem Boss, Adi Bantuwe. Sie müssen es nur noch zum Segolo-See schaffen. Die Insel heißt Selaka oder so. Gut, dann nehmen wir das mal als nächste Quest an. Jetzt haben wir wieder schön Kohle gekriegt, die wir nicht brauchen. Aber da unten haben wir ein neues Ziel, nämlich den Frachtkapitän auf der Insel des Schakals im Segolo-See Dingsens Bumsens treffen. Wie dem auch sei, ich speichere jetzt hier. Und dann beende ich den Part auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.